Und wie schon angekündigt, der dritte Bereich, um den wir uns drehen wollen, sind die Videospiele. Großes Hobby von mir, großes Hobby von Timo. Ich weiß nicht, wann es bei Timo damit losging. Bei mir ging es los im Jahre 1990 mit einem Amiga. Falls diejenigen, die von euch nicht mehr wissen, was ein Amiga ist, das ist ein Computer, der damals in einer dicken Tastatur drin steckte und den man mit Disketten bedient hat. Das sind diese Dinger, mit denen eure Eltern vermutlich damals ihre Datenbackups gemacht haben. Diese Dinger fassten sage und schreibe 1,5 MB, zumindest die normalen Floppies. Timo, weißt du noch, wie viel auf die großen, auf die 5 Zoll Floppies drauf ging? Nein. Ich glaub 5 MB oder so waren das. Nee, bestimmt nicht. Das wäre. Also. Also auf die 1,5er passten 3 MBs. Also, ja, 5. Aber das wäre schon Schmerzgrenze. Na, ist ja auch egal. Auf diese Es war Floppies, die noch wenig. floppy waren. Ja, sehr wenig. Und von da an hat sich dann weiterentwickelt. Dann bekam ich ein Super Nintendo geschenkt und ab da an war ich endgültig an die Videospiele verloren. Inzwischen habe ich eine Konsolensammlung, die so ziemlich jede wichtige Konsole der letzten 20 Jahre beinhaltet. Wenn ich eine Lieblingskonsole wählen müsste, ich glaube, es wäre tatsächlich die Sega Dreamcast. Dieser letzte Nagel in Segas Sarg. Aber ich mag die Dreamcast unglaublich gerne. Hat viele, viele tolle Spiele gehabt. Und die Dreamcast hat auch unter Beweis gestellt, dass man durchaus gute Sonic-Spiele in 3D machen kann. Wohingegen man heutzutage nicht mehr gute Sonic-Spiele in 2D bekommt. Ja, Timo, wie ist es bei dir gelaufen? Ja, bei mir fing das Ganze unserem Alter entsprechend sogar noch einen ganz kleinen Tick früher an, nämlich im Jahr 1989 mit dem Nintendo Entertainment System, also dem ganz stinknormalen NES, das ich geschenkt bekommen habe, direkt mit einer unglaublich großen Spielekollektion von bestimmt 25 Titeln. Ich habe dann auch in den folgenden Jahren, wo dann das Super Nintendo den Markt eroberte, weiterhin treu zu meinem NES gehalten und dort fleißig Spiele weitergesammelt und habe bis zum heutigen Tage dort noch einige Spiele und Originalperlen hier in meinem Schrank stehen. Mit Commodore und so Sachen war ich auch vertraut. Die Zeit war aber wesentlich kürzer und sie muss auch um diese Zeit, um die 1990 rum gefallen sein, wo ich auch am Commodore gespielt habe, aber sie war deutlich weniger prägnant als das Nintendo Entertainment System. Von dem bin ich dann mit einem Riesensprung weiter gehopst zum PC inklusive der Konsole vom Nintendo 64. In den PC habe ich mich verliebt, in das Nintendo 64 habe ich mir krampfhaft schön geredet. Und bin dann von dort aus weiter zu meiner absoluten Lieblingskonsole, dem Nintendo GameCube, gekommen. Und was bis zum heutigen Tage meine aktuellste Konsole ist, da ich mich mit der neuesten Konsolengeneration irgendwie nicht wirklich anfreunden kann, da müsste ich das kleinste Übel für mich wählen. Ich bin primär ein PC-Spieler, kein Consolero. Und habe mich seit frühester Zeit auf dem PC halt auf Rollenspiele fixiert, sowohl die klassischen im Sinne des Pen and Paper Spiels, also hier sowas wie Baldur's Gate und halt auch noch frühere Spiele aus dem Bereich, als auch dann die japanischen Rollenspiele, hier Final Fantasy, Grandia und so weiter. Und bis hin dann auch zum moderneren klassischen Rollenspiel des Solo-Abenteuers von der Gothic-Reihe, von den Elder Scrolls und so weiter. Dazu kommt, dass ich auch noch ein sehr großer RTS-Fan bin, also Echtzeitstrategie, vor allen Dingen in einem Fantasy-Szenario, weniger in einem futuristischen Szenario. Und dort bin ich dann halt absolut mit der Firma Blizzard sozusagen
hab ich mich absolut in diese Firma verliebt und in diese Titel, die sie machen. Und von daher gesehen bin ich so ein Spieler hauptsächlich aus der Warcraft und Baldur's Gate-Zeit. Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin auch sehr reger PC-Spieler inzwischen. Es ist nur so, dass ich halt im Urlaub oder an meinen Wochenenden keinen PC zur Verfügung habe, auf dem ich irgendwas auch nur halbwegs Aktuelles spielen könnte. Darum teilt sich es bei mir sehr schön auf, zumindest am Wochenende spiele ich Konsole. Ich habe auch alle aktuellen Konsolen bei mir im Haus stehen. Die Wii habe ich bei mir im Haus zustauben. Und unter der Woche spiele ich dann halt meistens schon auch am PC, einfach weil ich hier in meiner Wohnung keinen Fernseher hätte oder keinen Monitor, an den ich meine Konsolen überhaupt anschließen könnte, selbst wenn ich es wollte. Aber ich glaube, da teilen wir uns das doch beide ziemlich gut, was das angeht, so die Waage zwischen Konsole und PC, auch wenn du bei den aktuellen Konsolen nicht mehr aktiv mit dabei bist im Moment. Ein Hoch auf Multiplattform-Titel. Die dann auf dem PC auch noch immer besser aussehen. Ja. Oder in der Regel besser aussehen. Erinnern wir uns an Version 1.0 von Resident Evil 4. Zum Beispiel. Nicht zu vergessen, also das muss man ja leider sagen, dass der PC ein bisschen da Vorteile bietet. Nicht zu vergessen, bei manchen Shootern, dass sie auf Konsolen leider nicht die nötige Tastatur und Maus Optimierung haben, obwohl die Konsole es bieten würde. Ja klar, und einige Genres gibt es ja auch de facto nun mal nicht wirklich auf der Konsole, ne? RTS. Command Conquer. Halo Wars. Ja, irgendwie sowas. Oh. Goblin Commander auf Cube. Viele mit rein. Gut, aber ja, also das, unsere Genese, unsere Vorstellung für die jeweiligen Bereiche. Uns ist aufgefallen, dass wir uns eigentlich, wenn wir mal miteinander schwätzen, ohnehin irgendwie immer bei einem dieser drei Bereiche landen, da sie ja doch recht zentral sind, und quasi die gesamte Unterhaltungsindustrie fast darstellen. Und da kam uns doch da einfach der Gedanke, warum nehmen wir den Kappes nicht einfach mal auf, anstatt immer nur privat zu quatschen und veröffentlichen das Ganze mal. Und ja, das ist jetzt im Grunde Sinn und Zweck dieses Podcasts. Einfach mal ein paar Dinge besprechen, sowohl was Neuigkeiten angeht, was Veränderungen in den jeweiligen Szenen angeht, wie auch halt mal neue Werke einfach, dass man sie gemeinsam in Anführungsstrichen erlebt und auch bespricht.